Amen. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leise niedersinken. Auf Edeltennleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort, vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Nikolausabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kinn und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Nase zwei, drei, vier Mal durch ihre Nase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traumeln stunkeln. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher verbiet, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück. Und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, Heidemann, ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt. Ein Sternlein blinkt. Es ist... Ach, Sie kannten das schon. Tja, Loyo!